Das Besondere an der Wohnung ist eigentlich die Bauweise, weil es ist eine Stahlkonstruktion und die Bedingung eigentlich dafür war, dass man eine Wohneinheit schafft für zwei Personen, wo man sich wirklich wohlfühlt und das sollte einen gewissen Loftcharakter trotzdem kriegen. Man soll jetzt diese Stahlkonstruktion in einem gewissen Bereich trotzdem in das Ganze integrieren. Das war eigentlich die große Aufgabe und ist auch das Besondere, weil das technisch dann ein bisschen Herausforderung war von der technischen Seite der Abwicklung der Stahlkonstruktionen, das ordentlich in die Wohnsituation zu integrieren. Aus dem das wirklich zu machen, was sie sich ja vorgestellt haben, das war ein totaler Reiz und ich glaube, wir haben das auch sehr gut umgesetzt. Zum Thema besondere Materialien, die was wir da verwendet haben oder von der Linie, was wir verwendet haben, kann man dazu sagen, es ist so, jedes Projekt hat natürlich seine Eigenheiten. Ja, da haben wir das Thema gehabt, das soll einen Loftcharakter kriegen. Man hat diese Metall-Stahl-Konstruktion erinnern gehabt, die man in einer gewissen Weise ja wirken lassen will. Also ist man angehalten, Materialien zu verwenden, die schlicht bleiben, aber trotzdem eine besondere Wirkung haben. Jetzt haben wir halt dann versucht, mit speziellen Glaselementen, die eine Struktur in sich haben, mit Gräsern integriert, mit den Granitplatten, mit der Ofensituation, mit Steinwänden. Wichtige Flächen, die man nicht mehr verändert oder sehr, sehr schwer verändern würde, wenn wir das jetzt wieder wechseln würden, mit dem eine gewisse Aussagekraft zu kriegen. Da haben wir halt auch geschaut, dass wir diese Materialien besonders aussuchen. Und zudem dazu wird halt dann ein gewisser Stil geboren, der sich letztendlich über Deckenkonstruktionen, wo die Akustik wieder mit einfließen muss, da nutzt man wieder das, dass die Akustikplatten wieder auch eine gewisse Form und Optik mit sich bringen. Das gehört auch dazu. Da haben wir dann die kleinen Lochplatten in verschiedenen Lochgrößen gewählt, weil das auch wieder so ein kleines Detail war, wo man gesagt hat, passt gut zu der Gesamtlösung, zu den ovalen Bereichen der Deckenabhängungen. Also beim Küchenbereich ist es so, dass wir darauf geschaut haben, dass die Kommunikation für die zwei einfach auch perfekt passt, die Funktion der Küche perfekt passt, weil man ja in Kombination mit dem Wintergarten das auch vom Wohlfühlen her mitgenommen hat. Durch das, dass er im Prinzip ein Zwei-Personen-Haushalt ist, war es wichtig, einen Essplatz zu schaffen, der wirklich ein Essplatz ist, nicht nur Frühstücksteil, den man in die ganze Küchenfunktion integriert, mit dem Blick über den, also vom Wintergarten raus, war ein ganz wichtiges Element. Den Leuchtkörper über den Tisch eigentlich als das wirkliche Essplatz darstellen lässt, wo man dann diesen Glasluster drüber gehängt hat, das im Prinzip das auch ein bisschen unterstützt, dass es eigentlich eine wirkliche Wohnküche wird. Also nicht nur jetzt Kochen, kein Thema, das ist alles wichtig, aber dass es auch wirklich eine Wohnküche wird. Wichtig war uns bei dem ganzen Projekt, es sollte ja eine sehr offene Lösung werden, trotzdem waren einzelne Bereiche, die in sich ein bisschen abgeschlossen sein sollten. Wir haben das in dieser Form gelöst, dass wir eine geschwungene Steinwand zwischen Küche, Arbeitsbereich und Wohnbereich gezogen haben, die im Prinzip immer nur dann mit Glasverbindungen geschlossen werden, wo man zwar wieder Durchsicht hat in den Arbeitsbereich, man hat ein bisschen dann Rückhalt auf das, dass man nicht direkt in den Wohnzimmerbereich sieht, aber trotzdem mit dem Einschnitt von dem Feuerelement, also Ofen, das auf der einen Seite vom Küchenbereich, Sitzbereich gesehen wird, was auch noch so ein Detail war, was wichtig war, aber auch trotzdem vom Wohnzimmer aus gesehen werden sollte und benutzt werden sollte. Es ist durch das, dass die Mauern nur so halb hoch sind, der Loftcharakter trotzdem super vorhanden. Man hat ein bisschen eine Abtrennung und trotzdem ist es offen. Stein aus dem Grund, weil wir sehr viel Wärme gebracht haben, in Summe. Und zu der Stahlkonstruktion praktisch auch ein natürliches Material ist, das da von der Wirkung her so interessant war. Also darum haben wir eigentlich die Steinvariante gewählt und nicht Stoffe oder irgendwie Mauerteile in dem Sinn, gemahlene. Ja, das ist der Übergang von daher finde ich gut, weil du hast den Sitzbereich für dich zum Fernsehen ein bisschen abgeschottet, kannst dich zurückziehen und trotzdem bist du eigentlich im Raum. Wir haben uns entschlossen, dafür eine eigens angefertigte Bank zu bauen, die sich auch von der Form an der Steinmauer fügt, wo ich wirklich mit losen Polstern
eigentlich das auch locker benutzen kann, um einmal Gäste übernachten zu lassen. Wir haben das ja Wert gelegt vom Aufbau her, dass das die Qualität von dieser Sitzgruppe ist. Hat eigentlich auch einen gewissen Liegekomfort. Also man versucht da in diesen Bereichen nicht nur Sondergeschichten zu bauen, dass sie optisch schön sind. Die müssen auch funktionieren in allen Bereichen. Wichtig war, dass er ein bisschen abgeschottet ist. Wie gesagt, das haben wir mit dem sicher erreicht. Der Essbereich war ein Teil, der jetzt sage ich mal, von der Anforderung ganz interessant war. Es ist ja so, dass das eigentlich ein Esszimmer in dem Sinn nicht wirklich gefordert ist, aber trotzdem sollten zumindest 6 bis 8 Personen die Möglichkeit haben, zu essen, damit man Gäste einladen kann. Das wird aber oder ist in dem Fall nur, weiß ich nicht, 3, 4, 5 Mal im Jahr vielleicht erforderlich. Und da war eben die Bitte, was zu finden, das eigentlich ein verstecktes Esszimmer irgendwie so hervorruft. Und wir haben uns dann für eine Lösung entschieden, in die, ich sage jetzt mal, Fernsehwand sozusagen oder TV-Wand ein Einzelmöbel zu integrieren, das sie dann umfunktionieren lassen, ganz einfach umfunktionieren lassen zu einem Esstisch, um diese Funktion eben zu kriegen. Der Büroraum war ein ganz wichtiger Punkt, weil auf der einen Seite ist man nicht ständig mit Dingen betreut, aber letztendlich doch ein wichtiger Punkt. Also die Funktion eines Büros, eines privaten Büros war gefordert mit 2 kleinen Arbeitsplätzen, sollte so integriert sein, dass er eigentlich in der Wohnung selber da ist, aber trotzdem auch nicht. Ja. Also wir haben es in dem Fall ein bisschen verbockt zwischen Küche, Wohnzimmer, Eingangsbereich, im Übergang praktisch dann zum Wirtschaftsraum mit einer halbhochen Glaswand, wo man so halb durchsieht. Dahinter verbirgt sie oder versteckt sie eigentlich der Büroraum, und das Interessante dabei ist, man ist trotzdem im Geschehen, aber trotzdem abgeschlossen. Der Übergang letztendlich dann zum Wirtschaftsraum, wo eben wie gesagt Wäsche gewaschen wird, getrocknet wird, wo man Stauraum hat, quasi für was man sonst im Keller verbirgt, hat man halt in einen eigenen Raum unterbracht mit viel Kästenfunktion. Geht von dort weiter in den Schrankraum. Der Schrankraum wird natürlich immer so aufgeteilt, dass ich sehr im Detail frage, wie viel Laufmeter zum Hängen, wie viel legen, wie viel laden. Das ist sehr abgestimmt auf das, was die Leute wirklich brauchen. Haben wir in dem Fall natürlich genauso gemacht. Der Übergang vom Wirtschaftsraum zum Schrankraum ist in dem Fall ein super Vorteil, weil die Wäsche gleich von einem Raum in anderen drum werden kann. Das Badezimmer hat natürlich auch seine Anforderungen gehabt, weil es sollte auf jeden Fall ein zweites WC drinnen Platz finden, das abgeschlossen werden sollte. Wir haben eine Dusche, wir haben eine freistehende Badewanne, wir haben einen Doppelwaschtisch, also als Anforderung gehabt. Und ich glaube, von den Materialien war es ganz interessant, weil man verschiedene Gläser, man hat keine Fliesen in dem Sinn verwendet, sondern Glas, Kunststoffmaterialien, die wasserfest sind, also in einem eigenen Design und Form dazu verwendet haben. Und ich glaube, da spricht einfach dann die Optik, das Bild für sich. Ja, zum Schlafzimmer ist Folgendes zu sagen. Es war auch da das Thema, sehr gemütliche Atmosphäre zu schaffen. Wir haben das in dem Fall gemacht, dass wir besondere Materialien verwendet haben als Hintergrund beim Kopfhaupt, das sich aber eigentlich widerspiegelt im Wohnzimmerbereich. Also wir haben versucht, da die Materialien wieder weiterzuziehen. Ansonsten sehr lockere, ein bisschen versteckter Stauraum ist dabei. In Summe eine sehr geschlossene Geschichte zu der restlichen Wohnung. Es hat auch Flair, wenn man reingeht, hat auch sehr viel mit den Dekorationen dann zu tun, also in Summe schlüssig zu den anderen Sachen. Generell ist zum Sagen, dass wir bei den Materialien sehr darauf geachtet haben, dass sie sehr zeitlos und schlicht bleiben. Und wir haben das im gesamten Projekt praktisch durchgezogen. Also wir haben nicht versucht, jeden Raum irgendwie einen anderen Farbton zu geben, mit Accessoires und Möbel. Wir haben auch vom Bodenmaterial, das vom Vorraum bis über Wohnzimmer, Küchenbereich, Badezimmerbereich überall durchgezogen. Ja, wir haben uns dafür einen Vinylboden entschieden, der einen Holzcharakter in sich birgt und das von Grautönen leicht mit einem warmen oder warmer grauen Ton eigentlich durchzogen ist, der uns eine gewisse Großzügigkeit beim ganzen Projekt zusätzlich gibt.
Das ist ein ganz wesentlich wichtiger Punkt, weil wir einfach sagen, ein Projekt in einem Material durchgezogen ist mehr Einheit. Das ist für uns mehr Einheit. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, dem Kunden auch die Möglichkeit zu geben, unterschiedlich zu dekorieren, weil man ja nicht vom Möbel her irgendwie in verschiedenen Richtungen gehen muss. Und das macht ein Objekt speziell, wie es da ist. Und wenn das eher Stahlkonstruktion, Loftcharakter haben sollte, ja, das ist nur mal ein Schritt mehr, was du sagst, das sollte mehr Einheit sein. Das war uns ein ganz wesentlicher Punkt, einfach gleiche Materialien in allen Räumen zu verwenden. Ganz fantastisch und besonders ist für mich immer noch auch die Gestaltung mit dem Licht hier in der Wohnung. Es sind einfach tolle Beleuchtungsmöglichkeiten da. Der Raum kann immer in eine andere Stimmung versetzt werden und es gibt unglaublich viele Details, die auch wahnsinnig praktisch sind, die schön und praktisch sind. Das ist das, was mir besonders gut gefällt, dass es eben kein einfach eine Architektur ist, die dann irgendwo stehen bleibt und nicht mehr bei den Menschen ist, sondern es ist ein wirklicher Lebensraum, in dem man sich dann gerne aufhält, in dem auch jedes Detail einfach praktisch ist. Wo die Schränke sind, wie die Schränke aufgehen. Das ist einfach sehr nah am Leben. Die Wohnung passt wirklich jetzt zu unserem Leben. Ja, die Erwartungen wurden maßlos übertroffen. Also es ist gigantisch geworden. Es ist einfach nur gigantisch schön geworden.